Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach dieses wunderschöne Stirnband häkeln könnt. Und zwar wird dieses Stirnband tunesisch gehäkelt und in diesem absolut tollen Strickmuster. Es ist so, so einfach und ein tolles Projekt für Anfänger. Wenn ihr tunesisch häkeln mal probieren möchtet, ist das ein absolut tolles Projekt, so ein Stirnband. Und ja, es ist ganz, ganz einfach, ganz schnell gemacht und natürlich in jeder Größe möglich, sei es für Babys oder Kinder, Erwachsene. Das liegt an euch, das könnt ihr ganz individuell gestalten, wie ihr das möchtet. Und es ist wirklich ganz, ganz einfach. Also wenn ihr Anfänger seid, traut euch ruhig ran. Ihr werdet sehen, es ist ganz, ganz schnell gemacht. Und ich erkläre euch Stück für Stück, wie das Ganze genau funktioniert. Ich häkel heute mit einer 6 mm Nadel und zwar ist das diese tunesische Häkelnadel und daran befestigt habe ich ein Seil für 40 cm. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Also es ist das kürzeste Seil, was ich gefunden habe, einfach damit das Ganze dann hinten hier nicht runterrutscht. Wir benötigen auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen. Und ich häkel heute mit dieser Rico Design Fashion Jersey. Das ist eine absolut tolle Wolle, wieder mit einem ganz anderen Effekt. Also ihr seht, das ist hier eine Baumwolle, also 64% Baumwolle und 36% Polyamid. Und die sieht absolut klasse aus, fühlt sich total gut an und ist zum Beispiel super geeignet für Anziehsachen. Oder für Tücher oder für Kissenbezüge, so dekomäßig zu Hause, finde ich die absolut toll. Und den Link zu der Wolle verlinke ich euch unten in der Infobox. Und dann fangen wir mal an. Wir beginnen mit einer Schlaufe. Und die erste Reihe besteht aus dem Grundmuster. Also es gibt ein Grundmuster im tunesischen Häkeln, was wirklich ganz einfach ist. Ich habe ein Video dazu gemacht, falls ihr Interesse habt, das wird euch gleich hier oben rechts angezeigt. Und wir häkeln jetzt einfach Luftmaschen. Also ihr holt euren Faden und zieht durch. Und ihr häkelt jetzt so viele Luftmaschen, bis ihr eure gewünschte Breite erreicht habt. Also ich häkel jetzt erst einmal ca. 13 Luftmaschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr dann eure gewünschte Breite erreicht habt, hört ihr einfach mit den Luftmaschen auf. Also ich habe jetzt hier insgesamt 13 Luftmaschen gehäkelt. Und jetzt benötigen wir die zweite Schlaufe. Die Schlaufe hier auf der Nadel wird jetzt erstmal nicht mitgezählt. Das ist unsere erste und hier ist unsere zweite. Wir gehen jetzt mit der Nadel einfach in diese zweite Masche hinein, holen unseren Faden und ziehen hoch. Wir gehen in die nächste Masche, holen unseren Faden und ziehen hoch. Und jetzt nadeln wir die Maschen auf unsere Nadel drauf. Wir gehen in die nächste Masche, holen unseren Faden und ziehen hoch. Bei jedem Muster müsst ihr auch nichts beachten, dass es halt eine gerade oder ungerade Zahl ist, sondern einfach nur eure gewünschte Breite. Und häkelt das Ganze schön locker, also nicht zu fest. Einfach in die nächste Masche, Faden holen und hochziehen. Und das macht ihr jetzt mit jeder Masche. So sieht das Ganze dann aus und jetzt geht es weiter mit der Rückrunde und zwar wird die immer gleich gehäkelt. Wir holen jetzt erstmal unseren Faden und gehen nur durch die erste Schlaufe durch. Also wir gehen mit der Nadel nur durch die erste Schlaufe durch und somit entsteht unsere Randmasche und es entsteht einfach ein schöner Rand. Wir holen jetzt wieder unseren Faden und gehen durch zwei Schlaufen durch. Also wir gehen durch zwei Schlaufen durch, holen unseren Faden und gehen wieder durch zwei Schlaufen durch. Faden nehmen, durch zwei Schlaufen durch. Und das macht ihr jetzt einfach, bis ihr nur noch eine Schlaufe auf der Nadel habt. Also Faden nehmen, durch zwei Schlaufen durch. Faden nehmen,
durch 2 Schlaufen durch. Und diese Rückreihe wird immer gleich gehäkelt. Und jetzt gehen wir nochmal durch und jetzt haben wir nur noch eine Schlaufe auf der Nadel. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt beginnen wir mit unserem Strickmuster. Wir haben jetzt hier unsere erste Schlaufe. Die überspringen wir. Wir benötigen jetzt die Maschen, ich zeige es euch mal, die wir hier vorne sehen. Also hier vorne haben wir jetzt so Schlaufen. Und das sind unsere Maschen, die wir brauchen. Jedoch drehen wir das Ganze ein bisschen in unsere Richtung. Und wenn wir dann mit der Nadel durchgehen, also ihr seht, wir haben, hier ist unsere vordere Masche und hier ist so diese hintere Masche. Wir gehen gleich mit der Nadel hier durch. Also hier ist unsere vordere Schlaufe, hier ist unsere hintere Schlaufe und wir gehen gleich mit unserer Häkelnadel hier durch diese Schlaufen durch. Das gleiche auch natürlich hier. Hier ist unsere vordere Schlaufe und wir brauchen genau die Mitte von diesem zweiten Bogen. Also ihr könnt jetzt ein bisschen besser erkennen. Hier ist die vordere Schlaufe, hier ist die hintere und wir müssen genau durch die Mitte einfach durch. Also wir holen uns jetzt unseren Faden. Ihr könnt jetzt in der ersten Reihe das Ganze, so seht ihr es besser, genau. Wir gehen jetzt einfach mit der Nadel da durch, kommen hier wieder raus, holen unseren Faden und ziehen durch. Also wir haben jetzt hier wieder unsere vordere Schlaufe, die hintere Schlaufe und wir gehen mit der Nadel genau da durch. Kommen auf der anderen Seite wieder raus, holen unseren Faden und ziehen diesen hoch. Wir gehen wieder durch, holen unseren Faden und ziehen hoch. Lasst euch Zeit für die erste Reihe. Ihr werdet sehen, wenn ihr Paarreihen gehäkelt habt, geht das wirklich so, so schnell von der Hand und es ist wirklich auch ganz, ganz einfach. In der ersten Reihe ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn man nicht genau weiß, wie man da jetzt einstechen soll. Aber ihr werdet sehen, das geht dann wie von alleine. Also nochmal, hier haben wir unseren Bogen, hier ist der hintere Bogen und wir gehen genau dorthin durch, holen unseren Faden und ziehen hoch. Und das macht ihr jetzt einfach in jede Masche. So. Hier ist jetzt meine letzte Masche. Auch da gehe ich hindurch. Und es rollt sich jetzt hier ein bisschen, was aber ganz normal ist, dadurch, dass wir ja direkt in die Masche hineinarbeiten. Ganz wichtig ist jetzt hier am Schluss, dass wir diese Randmasche häkeln. Und zwar dreht das Ganze einfach ein bisschen. Und hier in diese zwei, also unter diese zwei Schlaufen müssen wir hinein. Wir holen unseren Faden und ziehen durch. Und so sieht das Ganze jetzt aus und wir häkeln unsere Rückreihe. Also wir holen unseren Faden und gehen nur durch diese erste Schlaufe durch für unsere Randmasche. Und jetzt maschen wir wieder 2 Schlaufen ab. Wir holen unseren Faden und durch 2 Faden holen und durch 2 Schlaufen. Und es macht ihr jetzt, bis ihr nur noch 2 Schlaufen auf der Nadel habt. Ach, eine Schlaufe auf der Nadel habt, Entschuldigung. Also wir häkeln jetzt einfach weiter, bis wir dann am Schluss nur noch eine Schlaufe auf der Nadel haben. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Wir haben jetzt hier wieder unsere Schlaufen. Hier die erste Schlaufe überspringen wir. Und hier erkennt man es jetzt besser. Also wir haben hier eine vordere Schlaufe und eine hintere Schlaufe. Wir gehen mit der Nadel genau dazwischen hinein, holen unseren Faden und ziehen hoch. Und hier
entsteht jetzt unser Strickmuster. Wir gehen wieder dazwischen, holen unseren Faden und ziehen hoch. Und jetzt kann man es wirklich gut erkennen. Also wir gehen wieder dazwischen, holen unseren Faden und ziehen hoch. Dazwischen, Faden und ziehen hoch. Und das ist der ganze Trick zu unserem Strickmuster. Also es ist wirklich so, so einfach. Wenn ihr den Dreh einmal raus habt, werdet ihr es sehen. Geht das jetzt ganz, ganz schnell von der Hand. Und in der zweiten Runde sieht man die Masche einfach noch besser, wo man hinein muss. Wir gehen genau in die Mitte rein, holen den Faden und ziehen hoch. So, ich bin jetzt hier in der letzten angekommen. Und jetzt ist wieder ganz wichtig unsere Randmasche. Also dreht das Ganze ein bisschen und jetzt haben wir hier diese zwei Schlaufen und wir gehen einfach mit der Nadel unter diese zwei hindurch, holen unseren Faden und ziehen hoch. Und jetzt häkeln wir einfach wieder zurück. Wieder nur durch die erste Schlaufe durch und durch zwei Schlaufen durch, bis wir nur noch eine Schlaufe auf der Nadel haben. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt, diese beiden Reihen. Und langsam erkennt man das Muster hier richtig gut. Ich schicke mit euch noch eine Reihe und dann könnt ihr das schon von ganz allein. Also die erste Masche überspringen wir wieder. Hier ist unsere erste Schlaufe. Und genau in die Mitte gehen wir hinein, holen unseren Faden und ziehen hoch. Und hier erkennt man jetzt richtig, richtig gut dieses Strickmuster. Wir gehen wieder in die Mitte rein, holen unseren Faden und ziehen durch. Die nächste Masche, Faden nehmen und hochziehen. Absolut tolles Muster und vor allem so, so einfach. Also ich bin wirklich begeistert und liebe dieses Muster. Und ja, obwohl ich für mich selber finde, beim Stricken ist es halt wirklich komplizierter. Also ich glaube, Stricken ist nichts für mich, aber in diesem tunesischen Häkeln absolut klasse. So, wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Ich zeige es euch nochmal, ich war ein bisschen schnell. Und hier brauchen wir wieder unsere Randmasche. Also dreht das Ganze, geht mit der Nadel rein, holt euren Faden und häkelt eine Randmasche. Und schaut euch mal dieses tolle Muster an. Und jetzt häkeln wir einfach zurück. Also wir holen wieder unseren Faden, gehen durch die erste Schlaufe durch für unsere Randmasche. Und jetzt maschen wir einfach nur durch zwei Schlaufen wieder ab, bis wir nur noch eine Schlaufe auf der Nadel haben. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ihr häkelt jetzt in dem Muster einfach weiter, bis ihr euren gewünschten Kopfumfang erreicht habt. Also was ich euch noch empfehlen würde, es dehnt sich ja noch ein bisschen. Also vielleicht 1 Zentimeter weniger wie euren Kopfumfang zu häkeln. Also wenn ihr einen Kopfumfang habt von 54 cm zum Beispiel, dann häkelt nur 53, dadurch, dass sich das Ganze auch noch mal ein bisschen dehnen wird und dann nicht zu groß gerät. Und ihr wiederholt es jetzt einfach, bis ihr dann eure gewünschte Höhe erreicht habt. So, ich habe das Ganze jetzt weiter gehäkelt und habe jetzt meine gewünschte Kopfgröße, also Kopfumfang, erreicht. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht selber, wie schnell das einfach von der Hand geht und wie schön das aussieht. Ihr seht, wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen ziehen, dehnt es sich halt. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wie gesagt, ungefähr 1 Zentimeter kleiner, also kürzer zu häkeln, wie euer Kopfumfang selber ist. Was wir jetzt machen, normalerweise würden wir die Runde, also die Reihe jetzt anders beenden, aber ich beende die jetzt hier einfach mit einer Luftmasche und ziehe das Ganze fest.
Wir schneiden jetzt ein bisschen längeren Faden ab, also holt euch einfach mehr Faden. Das Ganze wird jetzt gleich zusammengenäht. Schneidet den Faden ab, holt eure Nadel und zieht die jetzt vorsichtig durch. Und dann ist es wichtig, das Ganze schön festzuziehen. Ich hole mir jetzt hier den Anfangsfaden, den wir ganz am Anfang hatten. Wenn euer zu kurz ist, dann ist es nicht schlimm, vernäht euren Faden einfach, holt euch einen neuen Faden und vernäht das Ganze dann so. Wir holen jetzt unser Anfang und wir knicken das jetzt einfach, dass es halt hier so aussieht. Also die Außenseiten nehmen wir jetzt und falten die einfach. Und jetzt vernähen wir das Ganze erstmal so. Und ihr seht, das ist ganz einfach. Also ihr holt dann einfach euren Faden und näht das Ganze jetzt einfach so nur ganz leicht zusammen. Und so müsste das jetzt auf der einen Seite bei euch aussehen. Jetzt hole ich meine Nadel nochmal raus und mache das auf der anderen Seite genauso. Wenn es für euch einfacher ist, dreht euch das Ganze einfach so um. Und jetzt holen wir wieder hier die Seite mit unserem langen Faden und werden das Ganze jetzt auch so umknicken und auch hier die Seite so zusammennähen. Ich wähle jetzt erstmal wieder meine Nadel ein. Und hier der Faden ist natürlich jetzt ein bisschen länger wie der andere. Das ist natürlich kein Problem. Ihr holt das Ganze, faltet es einfach, legt es aufeinander und näht jetzt wie bei dem anderen Ende das Ganze einfach nur zusammen. Wichtig ist halt nur, wie gesagt, dass ihr das ungefähr gerade aufeinander legen könnt und dann das Ganze zunähen könnt. So, ich habe das Ganze jetzt hier auch zusammengenäht. Hier ist unsere andere Seite. Den Faden hier, den kurzen, den Anfangsfaden, den wir als erstes zusammengenäht haben, könnt ihr jetzt einfach abschneiden. Und jetzt haben wir jetzt hier noch unseren langen Faden befestigt. Und zwar müssen wir jetzt die beiden Seiten zusammennähen. Also so sieht das jetzt aus. Wir nehmen jetzt hier die Seite, die wir eben zusammengenäht haben, und hier die Seite und legen die beiden jetzt nochmal aufeinander. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Hier ist jetzt unsere erste Seite. Die nehmen wir, halten so, wie wir die zusammengenäht haben, holen unsere andere Seite. Und jetzt legen wir die beiden so aufeinander und drehen das Ganze, so können wir das Ganze einfacher zusammennähen. Und jetzt nähen wir diese beiden Seiten auch nochmal einfach zusammen. Das kann mich hier eventuell ein bisschen wegrutschen, aber auch das sind circa nur 4-5 Stiche. Und dann haben wir das Ganze zusammengenäht. Also wir gehen dann von unten auf die andere Seite und nähen das Ganze einfach zusammen. Ich bin jetzt hier in dieser letzten Masche angekommen. Also einfach nur hier oben. Und jetzt drehen wir das Ganze einfach gerade. Und so müsste das jetzt bei euch aussehen. Es ist jetzt hier noch ein bisschen schief, aber das ist kein Problem. Was wir jetzt machen, wir holen jetzt die Nadel einfach runter von unserem Faden. Und mit diesem Faden wird jetzt einfach noch gewickelt. Also wir holen jetzt unseren langen Faden und fangen an, hier jetzt einfach zu wickeln. Und das mache ich jetzt. Also legt euch das Ganze so einfach hier hin und wir
das Ganze. So, ich habe das Ganze jetzt ein paar Mal umwickelt und so sieht das jetzt aus. Ich hole mir dann jetzt nochmal meine Nadel, befestige das nochmal hier, fädel nochmal auf und jetzt vernähe ich einfach diesen Faden. Also ihr seht, ich habe das Ganze hier schön locker gehalten. Jetzt drehe ich das Ganze nochmal um und werde den Faden jetzt hier einfach unten drunter vernähen. Und so, ich gehe vielleicht noch einmal so von oben drüber, dass das Ganze auch hier oben schön hält. Und dann wird das Ganze hier einfach vernäht, dass der Faden auch nicht aufgeht. So, dann hole ich meine Schere, schneide den Faden nochmal ab. Und wir sind fertig. So, und unser Stirnband ist fertig. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit mir, dieses schicke und einfache Stirnband zu häkeln. Auch hier würde ich mich natürlich wieder riesig über eure Fotos freuen, über eure Nachrichten. Habt ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Gefällt mir da. Ich freue mich immer über euer Feedback. Habt einen ganz, ganz tollen Tag und vor allem ganz viel Spaß beim Häkeln. Tschüss!